Was für ein Flashback. Da hängen die noch als Poster in den Kinderzimmern und zack, 20 Jahre später stehen sie in Wels auf der Bühne. We Love the 90s, eine musikalische Zeitreise. Und die startet gleich mal mit einem Ohrwurm, nämlich Coco Jumbo von Mr. President. Ja, genau, kennen wir alle. Ja, die natürlich auch. Das waren noch Zeiten. Im Plateau-Turnschuhen tanzend, der Nabel blitzte raus und jetzt eben der Hintern. Koffer war weg, keine Klamotten, ich muss einkaufen, ich muss auch gar keinen. Ich habe in 35 Minuten dieses Outfit und Make-up und keine Ahnung was gekauft. Und ich habe auch noch nie so weit mein Popo rausgezeigt, aber ich konnte nichts anprobieren, es ist alles zu klein. Aber Moment mal, Captain Jack wurde 1995 gegründet. Gut gehalten oder Sänger ausgetauscht? Captain Jack war schon immer ein Projekt. Das war wie ein James-Bond-Film, ein anderer Schauspieler und es geht um eine Charakterrolle. Und Bruce hier macht es schon 15 Jahre jetzt. 15 Jahre. Ja, 15 Jahre. Ich war ja damals noch klein. Ich war 5 Jahre alt, ja, als Captain Jack rauskam. Stimmt. Zum Fan, vom Fan zur Sängerin geworden. Berührungsängste gibt's in Wels mit den Stars auch keine. Knutschen mit Rednecks inklusive. We're alive, yeah. Wir leben natürlich noch und wir singen noch immer unseren Cut Night Joe Song. But I'm Biff Cut Night Joe, I've been married long time ago. Where did it come from? Where did it go? Where did it come from? Cut Night Joe. Und wie oft habt ihr den eigentlich schon performt in eurem Leben? 3.200.331 times. Ich bin heute voll 90er. Ich habe mir vor kurzem sogar ein Bum-Bum-Eis gekauft. Ich dachte mir, oh mein Gott, ich bin wieder im Jahr 1994. Oh mein Gott, ich bin 1994! 1992 fragte sich einer, what is love? Ja, der Hathaway. What is love? Wir haben immer damals über Liebe, Zusammensein, Zusammenarbeit, jo, du bist nicht alleine und so weiter. Das war die 90er. Und ich glaube, diese pessimistische Existenz heute, moin nicht. So, die mussten einfach ein bisschen was von der Vergangenheit nehmen. Und Gott sei Dank, die nehmen uns. Was wurde eigentlich aus East 17? Wir treffen die britische Boyband backstage. 100 this year. 100 Shows. Wir haben heuer 100 Shows, wir wollen eigentlich noch mehr, aber dann kollabieren wir wahrscheinlich. Das Anstrengende ist nicht die Bühnenshow an sich, aber das viele Reisen. Um 2 Uhr früh aufstehen, das halten wir auch nicht mehr so gut aus. Ja, auch die Jungs werden nicht jünger. Früher hörten wir die Lieder auf der Bravo-Hits, das waren übrigens noch CDs. Heute wird alles gestreamt und gedownloadet. So ändern sich die Zeiten. In den 90ern war es viel schwerer, ein Star zu werden als heute. Es geht nur mehr darum, wie viele YouTube-Klicks hast du, wie viele Instagram-Follower, Facebook-Likes. Heute ist es viel einfacher, sich als Star zu promoten. Über 14.000 90er-Fans, 15 Acts an einem Abend. Die Stars der 90er treffen aufeinander. Backstage hinter der Bühne, ein Kommen und Gehen. Jenny Berggren, die Stimme von Ace of Base, hat in Wels auch schnell vorbeigeschaut, im mega Glitzerfummel. Still lingers on. Ja, ich bin auch wieder zurück mit viel mehr Federn, viel Glitzer, aber natürlich mit derselben 90er-Message wie damals. But it's still there. Our message still. Backstage kurz die Wenger Boys erblickt. Interview gibt's aber dann doch keines. Schnell wieder ins Auto und tschüss. Na dann, tschüss 90er. Tschüss Ausflug in die Jugend, in die Tamagotchi, Baywatch, Buffalo und Bravo-Hits-Zeit. Die 90er sind und bleiben eben für manche ein absoluter Hit.